Familienunternehmen investieren ihr Vermögen oft über Generationen hinweg. Ob Henkel, Rossmann, Aldi Bosch, sie alle müssen Veränderungen überleben, jahrelange Krisen überstehen und sich, falls notwendig, antizyklisch positionieren. Von dieser jahrzehntelangen Erfahrung können sie als Anleger profitieren. Wie sollten Anleger sich in unterschiedlichen Marktphasen verhalten? Wie können Sie in Zeiten experimenteller Notenbankpolitik Ihr Erspartes schützen und mehren? Wie finden Anleger den richtigen Ausstiegszeitpunkt? Auf diese und weitere Fragen wollen wir heute eine Antwort geben. Guten Abend und herzlich willkommen zu diesem Online-Seminar. Schön, dass Sie mit dabei sind und mit uns von Familienunternehmen lernen wollen. Mein Name ist Markus Gentner, ich bin Redakteur bei Finanzen.net und begrüße Sie alle recht herzlich zu dieser Veranstaltung. Und damit schließe ich auch gleich unseren Experten ein, der ein echter Investmentprofi beim Fondsinitiator Conrin ist. Er ist auf die Verwaltung großer Vermögen spezialisiert und sollte uns nun aus Frankfurt zugeschaltet sein. Andreas Lesniewicz, herzlich willkommen bei Finanzen.net. Herzlich willkommen zu diesem Webinar am Mittwochabend. Vielen Dank, Herr Gärtner. Vielen Dank für die sehr nette Einführung. Guten Abend an Sie und natürlich auch an alle Teilnehmer. Vielen Dank für das Interesse und die Zeit. Herr Lesniewicz, Sie sind Geschäftsführer bei Conrin Research und wollen uns heute zeigen, warum erfolgreiche Unternehmer beim Thema Geldanlage Vorbild für Privatanleger sein können. Was genau haben Sie heute für uns vorbereitet und was macht Sie zum perfekten Experten? Stellen Sie sich uns doch bitte kurz vor. Ja, was können wir von Unternehmerfamilien lernen in Bezug auf die Vermögensanlagung? Ich denke, Sie haben es in der Einführung sehr nett gesagt. Das sind Familien, die oft über Generationen es geschafft haben, ihr Vermögen zu sichern und zu mehren. Und hier gibt es sicherlich ein, zwei Grundsätze, die wir uns abschauen können. Generell ist es, denke ich, bei der Vermögensverwaltung immer so, mehrere Wege führen nach Rom und ich denke, jeder muss für sich so ein bisschen seinen Weg finden, das ist eigentlich am wichtigsten, damit Sie dann auch in diesen Zyklen und Brüchen überstehen können. Ich will heute einfach ein bisschen vorstellen, wie wir das machen. Und wir sind als jemand, der nun seit Jahrzehnten Familien, Unternehmerfamilien betreut in dieser Aufgabe, denke ich, durch und durch dadurch geprägt und unsere DNA spiegelt das auch wider. Und das wollte ich heute ein bisschen vorstellen. Und dann hoffe ich, dass für den einen oder anderen ein sogenannter Learning Point mit dabei ist. Vielen Dank, Herr Lesniewicz. Wir hoffen natürlich alle auf den Mehrwert, auf den Learning Point. Ich möchte Sie, liebe Webinarteilnehmer, noch auf Folgendes hinweisen. Bei Fragen oder Verständnisproblemen, das kennen Sie bereits, können Sie uns jederzeit während des Webinars über die Chatfunktion kontaktieren. Einige Ihrer Fragen werde ich möglicherweise direkt aufgreifen und an unseren Experten weiterleiten. Am Ende der Veranstaltung wird es aber zusätzlich eine Fragerunde geben, in der wir gemeinsam noch offene Fragen klären wollen. Ja. An dieser Stelle binde ich Sie, verehrte Zuschauer, jetzt gerne wieder direkt ein. Sie sollen sich etwas interaktiv beteiligen. Wir hätten eine Umfrage vorbereitet und diese Umfrage lautet: Wie langfristig ist Ihr Anlagehorizont? Ich werde Ihnen diese Umfrage jetzt mal einblenden und Sie sehen es. Sie können hier unter vier Antworten auswählen. Vielleicht klicken Sie sich einfach mal rein und entscheiden, wie langfristig Ihr Anlagehorizont ist, beziehungsweise zeigen uns allen, wie langfristig Ihr Anlagehorizont ist. Das wäre wunderbar. Ich sehe jetzt auch, dass Sie schon rege sich beteiligen an dieser Umfrage und es kristallisiert sich eine Antwort heraus, aber auch eine weitere ist oft geklickt. Wir haben die Umfrage jetzt 40 Sekunden laufen. Ich denke, das reicht. Mehr als die Hälfte von Ihnen, jetzt fast drei Viertel, haben abgestimmt. Ich würde die Umfrage jetzt schließen und direkt an Sie alle übertragen. So können wir gemeinsam darüber sprechen. Herr Lesniewicz, die Mehrzahl unserer User hat einen Anlagehorizont, der länger als 10 Jahre ist. Das ist wahrscheinlich nicht schlecht. Wir haben überraschenderweise auch viele User, nämlich fast ein Drittel, die sagen, ihr Anlagehorizont liegt bei 3 bis 6 Jahren. Was sagen Sie dazu? Wie würden Sie das beurteilen? Ja, das ist, ich denke mal, zunächst, wie Sie sagen, sehr, sehr positiv. Stimmt natürlich auch mit dem überein, was wir bei Unternehmerfamilien sehen, was heute auch einer der Learning Points wäre.
Interessant ist dabei, und darauf werden wir heute auch ein bisschen eingehen, halten wir es denn auch wirklich durch? Also wir nehmen uns das vor, was so zu machen. Wir nehmen uns vor, mit ruhiger Hand anzulegen und abzuwarten. Aber lässt unsere menschliche Psyche das denn auch zu, wenn die Kurse gegen Süden gehen? Das ist heute auch nochmal ein bisschen ein Punkt, wie wir uns dagegen schützen können. Sollte vielleicht auch dazu sagen, natürlich ist es verständlich und richtig, dass man auch kürzere Anlagezeiträume wählt, wenn man dann das Geld braucht und an die Mittel herankommen muss, aber muss dann eben auch die Anlagestrategie entsprechend anpassen. Dann, Herr Lesniewicz, sind wir alle sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Ich würde Sie jetzt zum Moderator ernennen und dann können Sie Ihren Bildschirm direkt an alle übertragen. Ich wünsche Ihnen, liebe User, viel Spaß mit Andreas Lesniewicz vom Fondsinitiator, das wollen wir doch korrekt aussprechen, vom Fondsinitiator Conrin. Herr Lesniewicz, Sie dürfen loslegen. Perfekt, dann würde ich vielleicht noch einmal ganz kurz durch den Inhalt galoppieren, nur dass sich jeder darauf einstellen kann, was denn da auf ihn wartet. Ich würde vielleicht gerne noch mal so ein bisschen zur Einstimmung auf die aktuellen Herausforderungen eingehen, die wir alle heute haben, einfach um eine gewisse Grundlage zu machen. Das mache ich relativ schnell, weil die kennen wir ja auch alle, was uns aktuell Probleme bereitet. Dann noch mal ganz kurz den Hintergrund Conrin auch noch mal. Hallo, Herr Lesniewicz. Ich glaube, Sie haben uns gerade akustisch verlassen. Das wäre jetzt wirklich sehr, sehr schade. Denken wir Da das gerade sind Sie wir? wieder, Herr Lesniewicz. Da sind Sie wieder. Sie hatten uns gerade akustisch kurz verlassen. Sie hatten Ja, gesagt, Sie wollten okay, zum das tut mir leid. Hintergrund Conrin was erzählen und dann waren Sie kurz weg. Ich hoffe mal, dass das oder Okay. beziehungsweise ich gehe mal davon aus, dass nicht nur ich das Problem hatte. Insofern könnten Sie da gerade noch mal anknüpfen. Gerne, entschuldigen Sie bitte. Ja, Hintergrund Conrin eigentlich nur vor dem Hintergrund, also Hintergrundgrund und vor dem Hintergrund nochmal zu sagen, warum wir denken, dass wir was zu dem Thema sagen können, welche Grundprinzipien wir von Unternehmern übernommen haben. Mögliche Lehren, denke ich, ganz wichtig, sollen darauf folgen. Dann ganz kurz das Marktverständnis, wie wir Märkte verstehen. Ich denke, es ist auch für Sie sehr wichtig, dass Sie ein eigenes Verständnis davon entwickeln, wie Märkte funktionieren, dass Sie davon Ihre Anlagestrategie ableiten können. Und dann will ich nochmal ganz kurz darauf eingehen, dass wirklich alles zyklisch ist, Ökonomien, Märkte, Bewertungszyklen, und es ist wichtig zu sehen, wo wir uns in diesem Zyklus bewegen. Wir bewegen uns ja aktuell in Reifezyklus von zwei Märkten. Einmal der Rentenmarkt ist jetzt seit 1980 sehr positiv gelaufen, Aktien seit der Finanzkrise. Und dann müssen wir schauen, was denn jetzt kommt. Dann will ich einmal darauf eingehen, was man denn überhaupt tun kann, was ist realistisch, was man erreichen kann, wenn Märkte denn dann fallen. Wenn wir dann noch Zeit haben, will ich einen ganz kurzen Marktausblick geben wollen. Und dann wären wir eigentlich schon bei Fragen und Antworten. Dann fangen wir mal an. Disclaimer, ganz wichtig. Aktuelle Herausforderungen. Also wenn Sie das Bild hier sehen, befinden wir uns als Anleger aktuell, was man in Englisch sagen würde, between a rock and a hard place, also zwischen einem Stein und irgendetwas Hartem. Wieso ist das so? Das erste kennen Sie alle, das Niedrigzinsumfeld macht uns Probleme. Nicht nur das System quietscht darunter, sondern auch wir Anleger. Ich sehe das zum Beispiel bei meinen Eltern, beides Rentner. Doch jetzt, wo kein Geld mehr dazu verdient wird, ist das, was eigentlich erspart sein sollte, weniger, weil es weniger Zinsen in den letzten 10 Jahren abgeworfen hat als erwartet. Und dann ist auch noch der Zins, den man darauf kommt, niedriger als gedacht. Das ist ein Thema, was besonders für uns Deutsche ein bisschen schwierig ist. Liegt daran, dass wir Deutsche in der Regel oder im Durchschnitt keine Aktien besitzen oder weniger. Ich glaube, jeder siebte Deutsche besitzt Aktien. Und auch im Vergleich zum Beispiel zu unseren südeuropäischen Nachbarn keine Immobilien. Das heißt, das Ersparte bringt weniger, ist dadurch weniger wert. Das Haus, das Eigenheim ist erheblich im Wert gestiegen. Aber davon können wir oft als Deutsche eben nicht profitieren, leider. Massive Käufe von Notenbanken, das verzerrt den Markt massiv. Also nach der Finanzkrise haben Regierungen, Notenbanken massiv in die Märkte eingegriffen,
ganz kurz als Beispiel, die EZB kauft also jeden Monat für 80 Milliarden Marktpapiere. Im Vergleich, ich glaube, wir geben 30, 40 Milliarden für unsere Verteidigung in Deutschland aus. Mittlerweile haben die EZB eine Bilanz von 3,5 Billionen, also 3.500 Milliarden, die Amerikaner 4,2 und Japan 2,5 sind. Also massive Werte und massive Verzerrungen, mit denen wir hier zu tun haben. Aufstieg von passiven und quasi passiven Investoren. Das ist jetzt gar nicht als Wertung gedacht. Das kann eine gute Strategie sein. Aber was man doch merkt, ist, dass jetzt zum Ende des Zyklus sehr, sehr viele Leute gleich denken, sehr, sehr viele Leute das Gleiche machen. Und das ist auch in Ordnung oder schön, wenn es nach oben geht. Aber wenn irgendwann der Markt dreht und alle versuchen, durch die gleiche Tür zu kommen, dann kann es eben eng werden. Also eine Marktstabilität zeichnet sich eigentlich immer dadurch aus, dass es viele Marktteilnehmer gibt und dass es viele unterschiedliche Meinungen gibt. Aber das ist, glaube ich, aktuell in vielen Bereichen so nicht gegeben. Dann haben wir alle nach wie vor ein Bedürfnis nach Kapitalschutz und zuverlässigen Ertragsströmen. Das ist einfach ein menschliches Bedürfnis, unsere Natur. Das Problem ist, dass das im heutigen Umfeld durchaus gefährlich sein kann. Wir sehen eine massive Bewertung bei Anleihen. Man kann hier von Blasenterritorium sprechen. Und damit sind einfach viele Strategien, ich sage jetzt mal, mit denen wir aufgewachsen sind, die Jahre, Jahrzehnte gute Ergebnisse geliefert haben, heutzutage recht risikobehaftet geworden. Märkte sind müde geworden, ich habe es eben schon gesagt. Wir sind eher im Reifestadium von Aufwärtszyklen. Die Aktienmärkte steigen nun seit circa 100 Monaten, also ein bisschen mehr, seit der Finanzkrise. Wir denken, um das vielleicht wegzunehmen, dass es hier noch ein bisschen weitergehen kann, aber irgendwann werden wir hier eine Korrektur sehen müssen. Bei Rentenmärkten steigen wir jetzt seit 35 Jahren. Auch hier müssen wir uns irgendwie darüber Gedanken machen, was wir denn machen, wenn wir nicht mehr weiter steigen oder die Kurse sogar fallen. Und als letzter Punkt, der uns das Leben ein bisschen schwierig macht aktuell, ist, dass Diversifikation, um Schocks zu absorbieren, schwieriger wird. Wir haben das auch in der Finanzkrise gesehen, auch in Schocks seit der Finanzkrise. Früher war es eigentlich so, Sie haben Aktien war Ihr Risikoteil des Portfolios und Anleihen, also Staatsanleihen, war Ihr quasi sicherer Teil des Portfolios. Und wenn es dann zur Krise kam, gingen Aktien nach unten, aber wie ein Rennpferd haben Sie die Pferde den Berg hochgeschickt und darüber ihre Verluste bei Aktien mit Gewinn bei Anleihen absorbieren können. Das ist heute schwieriger, liegt an zwei Gründen. Aufgrund des Niedrigzinsumfeldes, die Liquiditätsschwemme, bewegen sich Assetklassen paralleler zueinander. Und das Zweite ist, dass Anleihen einfach nicht mehr so viel weiter steigen können, da das Zinsniveau schon sehr, sehr niedrig ist. Das geht einfach rechnerisch so nicht mehr weiter. Komme ich aber gleich nochmal drauf. Hier vielleicht nochmal ein ganz kurzes Bild. Unten sehen Sie seit den 60er Jahren die Entwicklung der Zinsen in den USA und oben des US-Aktienmarktes. Generell nimmt man hier immer sehr gerne die US-Finanzmärkte. Zum einen, weil es am meisten Daten dafür gibt und zum zweiten sind die USA sicherlich noch der World Leader, wenn es denn um Finanzmärkte geht. In der Ökonomie ist es vielleicht ein bisschen anders oder im Handel. China, Deutschland, da haben wir aufgeholt, aber was Finanzmärkte angeht, schielen wir immer noch sehr nach den USA. Wir sehen Ich auch hier, wollte was ich auch gerade gesagt. sagen, Herr Lesniewicz, mal sehen, was Herr Trump dazu beiträgt, dass das in Zukunft nicht mehr so ist. Das werden wir mal noch sehen. Aber ja, natürlich, was die Märkte angeht, ist USA immer noch absolute Spitze. Ja, und wenn Sie sein Kabinett anschauen, auch die Leute dahinter, das sind ja meistens Banker. Genau, ja. Von daher hoffen wir mal, gehen wir davon aus, dass es dabei bleibt. Was der Chart nur soll nur, oder die zwei Charts sollen nur zwei Sachen verdeutlichen. Das eine ist, es gibt sehr, sehr lange Zyklen. Wir sehen das hier unten mit der roten Linie. Das sind also die Zinsen sind erstmal gestiegen und dann Anfang der 80er Jahre
Das war also, als Reagan gewählt wurde, Kohl, Frau Thatcher, waren die Inflationsraten in den USA extrem hoch und die Zinsen wurden bis auf wurden zweistellig in den USA innerhalb von einem Monat, also wahnsinnig schnell. Also wenn wir zum Beispiel heute sagen, Inflation ist tot, Zinsen werden nie wieder steigen, das geht politisch gar nicht und so weiter, würde ich ein bisschen skeptisch sein. Hier haben wir auch ein historisches Beispiel, wo das geht und wo es relativ schnell lief. Danach sind die Zinsen nach unten gegangen und parallel dazu die Vermögenswerte, wie zum Beispiel Aktien in den USA, die blaue Linie oben, oben ist nach oben gegangen. Ja, das ist ein automatischer Mechanismus. Das vielleicht nur nochmal, um zu verbildlichen, was wir aktuell viel machen. Ich glaube, Sie kriegen jetzt auf eine 10-jährige Staatsanleihe in Deutschland, also Sie leihen den deutschen Staat für 10 Jahre Geld, kriegen Sie unter 50 Basispunkte, also unter 0,5%. Ja, das Risiko, das Sie aber eingehen, vor allem das Kursänderungsrisiko, das Sie eingehen, in dem Sie dort investiert sind, ist aber massiv, wie wir gleich noch sehen werden. Ich sagte vorhin, das System quietscht wegen den Niedrigzinsen. Das Beispiel meines Vaters genannt, und das ist wirklich so. Langanhaltende Niedrigzinsen sind für so ein System, für ein marktwirtschaftliches System, wo Zinsen der Preis des Geldes sind, den Leute unter anderem bezahlen müssen, um zu investieren. Extrem wichtig und eine der wichtigsten Volkswirtschaften Stellschrauben. Und wenn das niedrig oder sogar negativ ist, hat das massive langfristige Auswirkungen. Hier sehen wir jetzt ein Chart, das ist die Duration des JP Morgan Global Bond Index, das ist ein Anleihenindex und die Duration zeigt die Zinsivität von Anleihen an. Wenn die Duration, wir sehen hier, sind es bei 7 angekommen, das heißt also, wenn sich der Marktzins um 1% ändert, dann würde sich diese Anleihe oder dieser Korb von Anleihen um 7% bewegen. Machen wir das Beispiel, das wir eben hatten, 0,5% auf 10-jährige Staatsanleihen. Wenn das 1% steigen würde auf 1,5, würde der Kurs der Anleihe um 7% fallen. Also wie gesagt, das ist schon massiv für eine als sicher geltende Anlage. Machen wir gleich das Beispiel. Die Folie überspringe ich einmal und gehe auf die Kursentwicklung einer 10-jährigen Staatsanleihe. Hier sehen wir also im Sommer letzten Jahres, waren wir noch relativ in Ordnung und dann dieser im November, als Trump gewählt wurde, gingen alle davon aus, dass er ein riesen Fiskalprogramm startet, dass er eine wahnsinnige Steuerreform startet, dass er Deregulierung und so weiter, also die Wirtschaft wirklich richtig anschiebt. Man redete von der Trump-Deflation, vom Reflationsdeal und Leute schauten sehr positiv in die Zukunft. Das heißt, Inflationsangst ging nach oben, Zinsen gingen nach oben, und wenn Zinsen nach oben gehen, gehen Anleihen nach unten und wir sehen hier eben, dass eine 10-jährige US-Staatsanleihe hier in relativ kurzer Zeit um 7% gefallen war. Wir sehen, dass sich der Markt dann wieder erholt hat, was daran hing, dass, wie wir ja täglich verfolgen konnten, Herr Trump leider bisher nicht so viele seiner Versprechen halten konnte, also ist ein bisschen skeptisch. Sie sehen dann ganz hinten wieder, dass es in die andere Richtung geht, dass es wieder positiver ist, das heißt Staatsanleihen fallen wieder. Und das liegt daran, dass Herr Trump, ich glaube, heute sein Steuer, oder liegt unter anderem daran, dass Herr Trump heute seine Steuerreform vorstellen will. Vielleicht das auch noch ein ganz kurzer Chart, dann sind wir auch mit der Einstimmung fertig, die uns einfach nochmal zeigen soll, in welchen Tagen wir uns bewegen und was eigentlich die Probleme sind, die wir aktuell meistern müssen. Der Volatilitätsindex von 2006 bis 2016, der zeigt also stark vereinfacht an, wie viel Angst im Markt ist. Also wie sehr schwanken Markttitel. Und hier sehen wir, dass wir wirklich auf einem historischen Low sind seit der Finanzkrise. Und das ist eigentlich immer ein Zeichen von Problemen, ein Krisenzeichen. Das heißt, wenn der Markt denkt, ist alles nicht so schlimm, wird schon alles gut gehen, ist es ein Zeichen davon, dass es gefährlich werden kann. Wenn wir einmal zum nächsten Kapitel gehen, mögliche Lehren. Also was können wir von Unternehmerfamilien hier lernen, was würden die raten?
Die würden einmal raten, und deswegen war es auch die Umfrage vorhin, langfristig ausrichten, statt kurzfristig mitzuzittern. Das ist, denke ich, extrem wichtig, und dass Sie oder 30% von Ihnen sagen, wir denken über 10 Jahre, ist außerordentlich positiv. Es soll heute noch sehr um Zyklen gehen, also Abschwung und Aufschwung. Und bei Aktienmärkten kann es 10, 15 Jahre dauern. Bei Rentenmärkten, wie wir vorhin gesehen haben, bis zu 50 Jahren. Das heißt, wenn Sie nur 3 Jahre oder 5 Jahre denken, müssen Sie sich ganz anders ausrichten. Lösung für das gesamte liquide Vermögen finden. Ich denke, das ist ein zentraler Punkt, den wir bei Familien und Family Offices sehen. Wie es ja oft ist, ich sage jetzt mal, Sie haben 100.000 Euro liquide Assets, das heißt nicht im Haus, das können Sie eigentlich anlegen, aber sagen, naja, ich will da nicht alles riskieren, also ich nehme mal, ich sag mal 20.000 Euro und das lege ich an. Und dann gehen Sie zum Experten Ihres Vertrauens, der sagt, okay, so wie du denkst, solltest du vielleicht 50% davon in Aktien stecken. Das sind dann 10.000 Euro. Das heißt, Sie haben dann eine Aktienquote von 10%. Und der Experte sagt Ihnen eigentlich, bei deinem Risikoempfinden solltest du 50% haben. Also lieber alles in der Gesamtlösung anlegen und vorsichtiger als nur kleine Teile. Realistische Ziele festlegen, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Man darf eben auch nicht zu viel erwarten, sage ich jetzt mal, was Aktien, was ein diversifiziertes Portfolio über den Zyklus bringen kann. Nur so können wir Zyklen aushalten, auch mal fallende Märkte aushalten. Und nur so rennen wir nicht jeder letzten Möglichkeit nach, um hier oder da noch was rauszuholen. Diversifizieren statt zocken, das ist, glaube ich, ganz wichtig. In den USA sagt man, wenn man reich werden will, dann konzentriert man sich auf einzelne Investments. Aber wenn man reich bleiben will, dann diversifiziert man. Man sollte also ganz viele verschiedene Assetklassen, verschiedene Zukunftsszenarien, verschiedene Papiere und so weiter miteinander verbinden. Das passt auch sehr gut auf Unternehmerfamilien, sind eigentlich reich geworden, indem sie sich konzentriert haben auf ihr Unternehmen, auf einen Markt. Aber wenn sie anlegen, dann diversifizieren sie in der Regel, um das Vermögen eben nicht zu verspielen, sondern zu erhalten und angemessen auszubauen. Mit ruhiger Hand, mit Demut vor dem Markt investieren, statt Hektik und Übermut. Auch ganz wichtig, geht ein bisschen in diese Richtung Langfristigkeit. Ich glaube, egal für was Sie sich entscheiden, wie Sie investieren, ob das ein Fondsmanager ist, passiv, ob Sie es selber machen, machen Sie es mit ruhiger Hand. Dann werden Sie davon wesentlich mehr haben und Sie werden auch wesentlich besser schlafen. Kurzfristiges Handeln rein, raus, bringt eigentlich so gut wie nie irgendwas. Prozesse festlegen, statt aus der Hüfte zu schießen. Das denke ich auch ein Learning Point, den wir speziell im Family Office hatten, war, dass wir gesagt haben, okay, wir haben ein Marktverständnis, wir haben ein Verständnis, wo wir denken, dass wir uns im Zyklus bewegen. Das ändert sich immer wieder, aber wir haben eine Philosophie dahinter und dann haben wir festgelegte Prozesse. Das können Sie auch machen, indem Sie zum Beispiel sagen, ich schaue mir das einmal im Monat an oder einmal im Jahr, statt jeden Tag zwischendrin aufs Handy zu schauen. Damit bewegen Sie sich auch viel ruhiger, treffen bessere Entscheidungen und wieder können auch viel besser schlafen. Eigene Lösung und Team finden für Ruhe, Konstanz und langfristigen Erfolg. Ich glaube, es ist selbsterklärend. Gehen wir weiter im Hintergrund Conran. Das mache ich relativ schnell, weil ich vielleicht ein bisschen zu lange mich in der Folie vorher aufgehalten habe. Also wie gesagt, hier geht es nur darum zu sagen, warum denken wir, dass wir ganz gut verstehen, wie Unternehmerfamilien denken und wie sie diesen Erfolg über Generationen auch in der Vermögensverwaltung umsetzen können. Wir machen das schon relativ lange für eine ganze Anzahl von Familien, vor allem für deutsche Unternehmerfamilien. Wir machen nichts anderes außer Vermögensveranlagung, beschäftigen uns also genau mit diesen Fragen, die wir jetzt schon angesprochen haben, tagtäglich. Es ist wirklich ein vermögensverwaltendes Mandat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man hier sagt, dass wir frei sind, wo und wie wir anlegen. Das heißt, wir sind jetzt nicht Produktverkäufer oder
haben einen Tunnelblick in dem Sinn, dass, nehmen wir ein Beispiel, wenn Sie zum Beispiel Immobilien in Frankfurt verkaufen, dann denken Sie eigentlich immer in diesen Markt. Und Sie denken immer, dieser Markt geht nach vorne, das haben wir nicht. Und das hilft uns eben, diese Gesamtzusammenhänge und Makrozusammenhänge relativ neutral zu beurteilen. Vollkommene Unabhängigkeit im deckenden Handeln. Auch recht wichtig für das Thema heute, auch sehr wichtig für Sie. Ja. Lassen Sie sich nicht zu sehr davon treiben, was Ihr Squash- oder Golfpartner macht, was der sagt, sondern finden Sie Ihren eigenen Weg. Ruhige Hand beim Investieren hatten wir schon mal, überspringe ich hier. Das Bubble hier unten erspare ich Ihnen auf Zeitgründen auch. Wir haben einige Grundsätze, wie zum Beispiel den schon erwähnten Mut zu einer langfristigen Ausrichtung, direkt von den Familien, für die wir arbeiten, übernommen. Klare Entscheidungskontrollwege, hatten wir darüber gesprochen. Bestmögliches Team, ganz, ganz wichtig, dass Sie ein Team haben, mit dem Sie sich wohlfühlen und dann eben durch dick und dünn hoch und runter gehen können. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche, 20-80, mit 20% Ihres Einsatzes erreichen Sie eigentlich 80% Ihrer Ziele. Kontrolliertes Risiko zur langfristigen Sicherung. Das heißt, zocken Sie nicht, aber gehen Sie bewusst Risiken ein. Und natürlich die schon erwähnte Unabhängigkeit im Denken und Handeln. So, jetzt haben wir so ein bisschen, ich sage mal, die Einleitung hinter uns und kommen vielleicht ein bisschen zu den spannenderen Sachen. Fangen wir an mit dem Marktverständnis. Wir unterscheiden zwei Sachen. Das eine ist, wie Märkte sich verhalten sollten. Das heißt, was die Finanztheorie uns sagt, Märkte sind effizient, Menschen sind Homo economici, das heißt, sie können perfekt Informationen aufnehmen, verarbeiten und absolut rational handeln und entscheiden. Das glauben wir so nicht. Wir glauben eher, dass der Teil, wie Märkte sich tatsächlich verhalten, also hier auf der rechten Seite, wesentlich übergewichtet werden muss. Und da sind eben Menschen am Handeln oder von Menschen programmierte Maschinen. Und da ist die Sache nicht ganz so einfach auszurechnen oder in einem Excel-Sheet vorherzusagen. Wir machen das dann natürlich ein bisschen detaillierter. Also wir schauen uns an, wie sieht die Makrolage aus, wie sieht die Mikrolage aus, wie sieht der Markt aus. Auch das hier nur so als Beispiel, auf was muss man denn eigentlich alles achten, was bestimmt Wertpapierpreise eigentlich, also Makro. Heißt, wächst die Wirtschaft oder schrumpft sie? Aktuell haben wir das erste Mal seit 10 Jahren, dass wir wirklich in allen großen Wirtschaftsblöcken wachsen. Europa sogar schneller als die USA. China überrascht immer wieder mit einer gewissen Stabilität im Wachstum und auch die Emerging Markets wachsen zusammen 4-5%, also sehr, sehr positiv. Mikro ist Bewertung, wie hoch sind die Bewertungen der Papiere, die wir uns anschauen? Das ist einmal absolut, also wenn Sie zum Beispiel jetzt in die USA schauen, dann ist das absolut recht hoch bewertet, wenn Sie es historisch vergleichen. Aktien sind also relativ weit oben im Bewertungszyklus. Relativ gesehen ist es dann so, sind relativ teuer, auch im Vergleich zu europäischen Aktien, aber dafür im Vergleich zu Anleihen eigentlich noch in Ordnung. Und das Letzte, der Markt, die letzte Komponente der Markteinschätzung ist dann eben die Psychologie, der Zyklus, wo wir uns bewegen. Dann gehen wir nochmal darauf zurück, dass alles ist zyklisch und vieles ist Psychologie. Mach das jetzt nochmal relativ schnell. Hier ist nochmal die Zusammenfassung, wie man den Markt beurteilen kann. Alles ist zyklisch. Die Wirtschaft geht von Boom to Bust. Bewertungen schwanken ebenfalls. Und die Psychologie im Markt verstärkt das noch. Also wir haben einmal Angst, das ist Angst, was zu verlieren, aber oft ist auch einfach Angst, etwas zu verpassen. Und vielleicht am selben Tag haben wir dann plötzlich Panik. Gehen wir ganz kurz noch auf den Zyklus seit 2008 ein, also seit der Finanzkrise. Wieso schauen wir uns den Zyklus an? Das muss ich vielleicht nochmal sagen. Das ist einfach deswegen, weil sich Denk- und Verhaltensmuster von Menschen immer wieder wiederholen. Das ist ein bisschen tragisch, aber wir lernen einfach alleine, aber vor allem als Herde relativ wenig dazu. Und deswegen ist wichtig, wo man im Zyklus steht und was Unternehmerfamilien, denke ich, sehr, sehr gut gelernt haben, ist zu verstehen, dass man genau diese Zyklen überstehen kann. Also es ist sehr schön,
wenn man im Zyklus viel Geld verdient. Aber wenn man es dann wieder abgibt, wie zum Beispiel, wenn die New Economy zusammenbricht oder wenn ABS, also amerikanische Immobilienkredite, nicht so sicher sind, wie man gedacht hat, dann war das eine sehr kurzfristige Freude und es bringt einfach nichts, wenn man dann immer wieder auf los oder sogar darunter zurückgeschickt wird. Fangen wir an mit dem langfristigen Kreditzyklus. Das ist praktisch hier diese Kurve hoch, der geht so 50 bis 70 Jahre und hier sehen wir eben den Konjunktur- und Kreditzyklus kurzfristig, das ist die Kurve. Reifeschade im Bullenmarkt ist gegeben, wenn die Unternehmensgewinne nicht weiter steigen können, wenn Zentralbanken beginnen zu bremsen, also Zinsen erhöhen unter anderem, und wenn wir eher Markeneuphorie sehen. Also alle Leute denken, es kann eigentlich nur nach oben gehen. Machen wir es ganz kurz mit der Presse. Was war die Ausgangslage vor der Finanzkrise? Man dachte, Banker sind on the top of the world. Wir dachten alle, uns geht das Öl aus, weil wir ja so wachsen und China so wächst, dass wir gar nicht wissen wollen, wo wir es herbekommen. Ich glaube, man hat damals gesagt, Öl würde über $200 bald kosten. Und alle hatten die Dollarzeichen in den Augen und hofften, dass sie reich werden. Mindestens genauso reich wie der Nachbar. Das ist ja immer das Wichtigste. Aber vor allem hatten wir Angst, was zu verpassen. Was passierte dann? Bear Stearns ging als erste der vier großen US-Investmentbanken pleite. US-Immobilienkollaps, Bankenkrise weitete sich aus und dann, ich denke, der Höhepunkt war sicherlich die Lehman-Krise. Plötzlich hat sich die Presse also geändert. Wo sind alle unsere Ersparnisse? Alles in einem schwarzen Loch. Private Equity geht über den Hügel. Wall Street ist gebrochen. World on an Edge. Der Wunsch oder die Notwendigkeit, Liquidität zu finden. Das heißt, wir gehen von Dollarzeichen in den Augen in eine Panik. Warum ist das so? Weil wir Menschen sind. Das ist praktisch die Antwort. Und so wechseln wir zwischen Hype und Angst immer wieder hin und her. Die Presse verstärkt das noch, liegt an verschiedenen Sachen. Zum einen lesen wir in der Regel das, was wir lesen wollen. In der Behavioral Finance gibt es verschiedene Biases oder verschiedene Studien zu Schwächen von Menschen, wenn es darum geht, Geld zu veranlagen oder wenn es darum geht, generell Entscheidungen zu treffen. Einer davon ist, dass wir eigentlich nur das lesen, was wir wollen. Und selbst wenn in einem Artikel etwas steht, was nicht unserer Meinung entspricht, dann schaffen wir es schon, das so auszulegen, dass wir recht hatten. Das ist auch ein bisschen eins der Geheimnisse meiner Ehe und in der Familie. Also meine Frau und mein Sohn denken, dass ich wahnsinnig schlau bin, weil was auch immer ich lese, sage ich, ich wusste es doch, habe ich schon immer gesagt, das war ja ganz klar. Herr Lesniewicz, sehr Ja. lustig, kann ich gerade kurz einhaken. Für mich stellt sich jetzt die Frage: Denken Sie, dass wir jetzt gerade wieder in einer ähnlichen Situation sind wie vor der Lehman-Krise? Lehman-Krise, mein Gott. Also die Aussage ist hier Nummer eins, ist nicht eine Frage, wann Märkte wieder in die andere Richtung gehen, Entschuldigung, ist nicht die Frage, ob, sondern wann das passieren sollte. Sicherlich wird die Krise diesmal was anderes sein. Also Bilanzen in den USA, was Banken angeht, sind sehr gut ausgeräumt. In Europa sieht es ein bisschen anders aus. Und das ist ja das Problem. Wir haben immer die gleichen Denkmuster, wir haben immer die gleichen Verhaltensmuster, nur die Gefahr kommt immer von woanders. Wie gesagt, New Economy war mal, dann haben wir jetzt die ABS-Krise. Das heißt, wir glauben, wir sind in einem Reifestadium und wir haben wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre in diesem Goldilocks-Umfeld, wo Wachstum nicht zu wenig, nicht zu viel ist und Zinsen relativ niedrig bleiben. Wichtig, denke ich, nur für heute, wenn es darum geht, von Unternehmerfamilien zu lernen, zu verstehen, dass Märkte so funktionieren, also nicht effizient sind, dass sie sich in Zyklen bewegen und dass sie von menschlichen Gefühlen getrieben werden. Dann bin ich gespannt, wie Sie weitermachen, was wir nun als Anleger tun sollen, um uns da richtig Ja, zu also. verhalten. So, ich mache auch die, wir gingen also von den Dollarzeichen zur Panik und dann plötzlich merken wir, ach, so schlimm ist es ja gar nicht. Die Welt ist doch nicht zusammengebrochen, die Zentralbank, Regierung greifen ein, Zinsen gehen runter und so weiter. Und so langsam hält sich alles auf.
Aktien beginnen zu steigen, aber sehr wichtig, aktuell sind noch nicht viele mit dabei. Renten beginnen zu steigen, sehr viele Leute mit dabei. Und im Endeffekt geht es in diesem Zyklus immer darum, dass er sich erst, der Zyklus oder die Bewegung dreht sich erst, wenn der letzte Käufer gekauft hat. Das heißt, wenn wenige in Aktien investiert sind, können noch viele folgen. Wenn viele schon in Renten investiert sind, können nicht noch viele folgen, aber wir brauchen Käufer, um Kurse weiterzuheben. Wie gesagt, ich mache es ein bisschen schneller. Wir hatten zyklischen Aufschwung vor allem in den USA, da hat es angefangen. Hohe politische Unsicherheit, das hat Märkte zurückgehalten, Negativzinsen und Zentralbank, wie gesagt, kauften Papiere. Und nun, wo stehen wir heute? Also genaue Frage, global synchroner Aufschwung. Unternehmensgewinne steigen, Dividenden steigen, langsamer Switch von Renten hin zu Aktien, also mehr Käufer, passives Investieren ist en vogue. Wir können eigentlich nichts falsch machen auf dieser perfekten Welle. Retail-Investoren steigen auch wieder ein. There is no alternative zu Aktien. Wir haben gelernt, dass immer wenn es einen Kursrückgang gibt, ist es kein Ausdruck von Gefahr, sondern es ist Ausdruck einer Chance. Also steigen wir ein. Zinsen sind nach wie vor niedrig. Politische Risiken nach wie vor da, halt ein bisschen zurück. All-Time-High bei Aktien. Volatilität zu niedrig wie nie. Das ist da, wo wir stehen. Und die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Wir glauben, dass wir noch nicht im Endstadium sind, aber im Reifestadium. Wir glauben, das kann noch ein, zwei Jahre so weitergehen. Aber, und das ist ja eigentlich der Learning Point, also der Learning Point für heute sein, wir müssen uns eigentlich schon auf den nächsten Bärenmarkt gefasst machen. Denn was jetzt passiert, wie die Lemminge und die Schafe, wandern wir also vom Tal der Tränen ganz langsam nach oben, bis sich dann wieder alle Marktteilnehmer zu einer Bullenherde entwickeln, die eigentlich alles niedertrampelt, was irgendwelche Bedenken oder Sorgen oder einfach nur andere Meinung vertritt. Und dann enden wir da, wo wir angefangen haben, nämlich in der Gier oder der Angst, Anlagemöglichkeiten zu verpassen. Vielleicht ein bisschen viele Bilder, aber ich denke, das sollte einer dieser zentralen Learning Points heute sein. Aber machen wir ganz schnell noch, was tun, wenn Märkte fallen. Auch hier ist wichtig, dass wir realistische Erwartungen haben, dass wir nicht hektisch handeln und dass wir ungefähr uns heute schon darauf gefasst machen, was uns denn erwartet. Wir werden es nie schaffen, den Markt hundertprozentig zu timen, schafft niemand. Wir werden es nie schaffen, am Peak zu verkaufen und wieder einzusteigen. Aber was ist denn realistisch? Wie gesagt, es ist keine Frage ob, sondern wann. Wir müssen dann langfristig Vermögen schützen. Das heißt, Positionen abbauen oder absichern. Aber der wichtige Punkt, im Timing ist es nicht wichtig, den Hochpunkt zu erreichen, sondern einfach zu erkennen, dass wir uns im Downward-Zyklus befinden und dann hier insgesamt den Verlust über den gesamten Zyklus zu verringern. Erkläre ich gleich nochmal an der separaten Grafik. Wir haben aber auch große Chancen, wenn Märkte nach unten gehen. Wir haben noch mehr Marktverzerrungen, haben kurzfristige und mittelfristige Chancen. Zum Beispiel 2008, 2009, als es wirklich gekracht hat. Was ging auch nach unten? Gold. Warum? Weil Leute eben Gold verkaufen konnten, andere Sachen konnten sie nicht verkaufen, sie konnten da Gewinne mitnehmen. Und es gibt für Menschen ja nichts Schlimmeres, als Wertpapiere, die schon im Verlust sind, zu verkaufen. Deswegen wurde Gold verkauft, war also eine sehr gute Gelegenheit. Und dann ist es so, wir dürfen nicht vergessen, der Bärenmarkt endet im Bullenmarkt und der Bullenmarkt wird wieder im Bärenmarkt geboren. Das heißt, wenn Kurse zurückgehen und wir langfristig denken, sind es eigentlich Kaufgelegenheiten. Gehen wir ganz kurz dazu, wie so ein Bullenmarkt aussieht. Wir haben Aktienkurse und Zeit hier gegeneinander. Und dann, das sagen wir mal so, der letzte Stück, Entschuldigung, habe ich im Zug hierher nochmal gezeichnet. Also im letzten Stück kommt dann die letzte Euphorie und Märkte gehen in der Regel nochmal 5-10% nach oben, so in den letzten paar Monaten. Dann sind wir beim Hochpunkt und dann geht es nach unten. Aber normalerweise haben wir dann nochmal sowas, was man auch ein Dead Cat Bounce nennt, also die tote Katze, die vom Trottoir nochmal nach oben springt. Und erst dann geht es wirklich südwärts. Und das dann so ein bisschen sehr, sehr stark vereinfacht die Kurse. Was die Aussagen hier. Also selbst wenn die den Hochpunkt, den blauen Punkt der Mitte verpassen,
Haben Sie noch genug Gelegenheit, Ihre Position von Risk Assets zu vermindern? Weil die eigentliche Aufgabe ist es, diese 30 bis 50% negativ, die im Durchschnitt ein Bärenmarkt an Verlusten aufhäuft, diese zum Großteil zu verhindern. Und wenn Sie es schaffen, da, ich sag mal, die Hälfte, zwei Drittel zu verhindern, dann haben Sie schon viel geschafft. Vor allem dürfen Sie nicht vergessen, Sie denken ja langfristig. Und das sind auch wieder die Kurse, die in 5 oder 10 Jahren wieder mehr Spaß machen. Wie gesagt, das ist also der Bär, wenn der Ihnen ins Gesicht brüllt, dann heißt es im Endeffekt Ruhe bewahren. Und das ist da, wo Sie eigentlich nur gierig sein sollten. Also wenn andere Angst haben, sollten wir gierig sein. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin schon, Herr Gentner, bin schon ein bisschen über die Zeit. Ja, also wir haben im Prinzip ja noch ein bisschen Zeit. Sie wollten noch eine Umfrage stellen. Mich würde die tatsächlich noch interessieren. Wie viel Prozent des Vermögens haben denn unsere User tatsächlich in Aktien investiert? Also wenn Sie das nichts dagegen haben, würde ich diese Frage schon noch Sehr gerne gerne. stellen. Sehr Meinen Sie, die gerne. passt noch ein? Ja? Aber Dann. von meiner Seite gerne. Ja, wunderbar. Dann, liebe User, ich würde Sie gerne tatsächlich danach fragen. Wie viel Prozent Ihres Vermögens haben Sie in Aktien investiert? Sie können gerne reinklicken jetzt, weil ich finde das schon sehr, sehr spannend, wenn wir die Ausführungen jetzt gerade gehört haben von Herrn Lesniewicz. Vielleicht lässt sich daraus auch für die weitere Präsentation, Herr Lesniewicz, ich weiß nicht, wie viele Folien Sie noch haben, etwas rausziehen. Wir schauen gerade mal, es verläuft ähnlich wie vorhin auch. Also es gibt einen Favoriten, aber. Eine weitere Antwort, ja, das relativiert sich jetzt. Also wir haben einen Favoriten und ich werde die Umfrage mal schließen. Es hat wieder mehr als die Hälfte der User mit abgestimmt und ich werde die mal an Sie alle übertragen. Das Ergebnis, es hat sich während dieser Umfrage eigentlich herauskristallisiert, dass mehr als 60% geführt hat mit deutlich mehr als teilweise der Hälfte unserer User. Jetzt hat sich das alles sehr, sehr relativiert. Was klar ist, ist, dass nur 13% der User unter 10% in Aktien investiert haben. Also die Mehrheit hat in Aktien investiert und zwar über 10%. Herr Lesniewicz, was sagen Sie dazu? Wie würden Sie das interpretieren? Oder welche Lehren kann man daraus ziehen? Also ich sehe jetzt hier leider die Umfrage bei mir auf dem Bildschirm nicht, Sie sehen die aber gar nicht? Okay, also nee, wir haben das ich kann Ergebnis, jetzt die ich kann es anderen nochmal schnell sehen. vorlesen. Also 13% haben für unter 10% ihres Vermögens in Aktien oder haben unter 10% ihres Vermögens in Aktien investiert. 10 bis 30% sind oder 28%, entschuldigen Sie, haben abgestimmt für 10 bis 30% ihres Vermögens in Aktien. Und die meisten haben mehr als 60% in Aktien investiert. Das sind 30% unserer User. Also Nummer eins muss das ja auch im Zusammenhang mit dem vorher abgefragten Anlagehorizont gesehen werden. Und wenn ich Genau. natürlich unter 3 Jahre habe, sollte ich wahrscheinlich auch nicht zu viele Aktien haben. Vor allem, wenn ich auf das Geld danach wirklich angewiesen bin. Ich glaube, in Deutschland hat jeder siebte Aktien aktuell. Das Das ist sehr heißt, wenig, ne? wir haben sehr kapitalmarktaffine Zuhörer und das ist natürlich sehr, sehr positiv, vor allem in der aktuellen Zeit. Es ist natürlich nicht ohne Risiko, aber ich glaube, aktuell ist das Risiko bei Aktien langfristig doch besser zu beziffern als bei Renten. Gut, wunderbar. Dann dürfen Sie gerne noch mit dem aktuellen Marktausblick fortfahren. Okay, ich. Was ich vielleicht machen würde, also hier ist nochmal, wie gesagt, unsere Übersicht, was schauen wir uns an? Makro-Kennzahlen, Mikro-Kennzahlen und Markt-Kennzahlen. Ich würde ganz kurz, um es nicht zu lang werden zu lassen, also ich kann darüber sehr lange reden, wie man es vielleicht merkt, aber ich versuche es ein bisschen abzukürzen. Ich würde also die drei Felder ganz kurz vorstellen und dann vielleicht zwei oder drei Charts zeigen, die interessante oder wie ich finde interessante Einzelmerkmale des aktuellen Markts aufzeichnen. Wenn wir auf die Makrolage gehen, also in den Volkswirtschaften aus, haben wir wie gesagt Wachstum und wir haben keine Inflation. Das ist eigentlich für Risikoassets wie Aktien, Immobilien
und so weiter, sehr, sehr positiv. Man nennt das eben Goldilock-Umfeld, das heißt nicht zu kalt und nicht zu heiß, sondern genau richtig. Wenn wir mehr Wachstum hätten, hätten wir vielleicht mehr Inflation. Wenn wir mehr Wachstum hätten, würden die Notenbanken vielleicht die Zinsen heben aus Angst vor Inflation. Dazu ist es so, dass der Kreditzyklus positiv ist. Das heißt, Kredite steigen wieder. In den USA schon immer moderat. In China ist es fast so, dass wir Angst haben, dass zu viel ist, dass sie jetzt irgendwann zu viel Schulden haben und das nicht mehr verkraften können. In Europa ist es so, dass wir jetzt eigentlich langsam wieder anfangen. Also es ist sehr, sehr positiv für die Märkte. Warum? Es ist ganz einfach, nehmen wir einen Autokauf als Beispiel. Wir haben also in Phasen, wo wir mehr ausgeben, als wir einnehmen, geben wir positive Anreize. Wir kaufen uns zum Beispiel doch ein größeres Auto, und dadurch wächst die Wirtschaft und dann irgendwann müssen wir leider auch das Geld wieder zurückbezahlen. Was machen wir dann? Wir geben weniger aus, als wir verdienen. Und dann geht es in die andere Richtung. Wie gesagt, alles zyklisch. Boom, bust, boom, bust, boom, bust. Geldpolitik, auch die Notenbanken haben die Schleusen nach wie vor geöffnet. Die Fed in Amerika hat diese Woche gesagt, ja, wir werden die Zinsen trotzdem erhöhen. Aber alles zusammen ist doch so, dass der Markt immer noch genug Geld hat, um dieses anzulegen. Man muss da sagen, dass die Amerikaner wahrscheinlich so 4 Jahre vor uns Europäern und Japanern sind, was, wenn es darum geht, Zinsen anzuheben oder Quantitative Easing zu drosseln. Fiskalpolitik hatten wir uns, glaube ich, ein bisschen mehr von Herrn Trump erwartet. Es war, glaube ich, klar, dass er nicht alles liefern kann, was er verspricht, aber so ein bisschen was wäre doch schön gewesen. Aktuell redet er nicht mehr davon. Deswegen haben wir ein Plus- und Minuszeichen als die Frage, ob das in den USA noch kommt. In Europa, die Deutschen hören es nicht gerne, können wir uns vorstellen, dass über die Achse Macron-Merkel doch hier mehr ausgegeben wird als in den letzten Jahren, was für die Wirtschaft erstmal positiv war. Langfristig Kopfschmerzen, aber kurz- und mittelfristig recht positiv. Und somit ist die Ampel an der grünen Ampel, sind eine ganze Menge von Märkten. Europa, Emerging Markets, Japan, Aktien, Rentenanleihen, Credit positiv. Warum Rentenanleihen auch? Weil hier die Gefahr wirklich erst kommt, wenn wir sehen, dass Inflations- und oder Zinsen steigen. USA ein bisschen höher bewertet als Europa oder Japan oder auch Emerging Markets, deswegen hier auf Gelb, Gold als Krisenwährung und aufgrund dessen, dass der Dollar jetzt sehr schwach geworden ist, vielleicht wieder stärker wird, auch auf Orange und inflationsgeschützte Anleihen aktuell auf Rot. Gehen wir weiter, also das war Makro, die ökonomische Aussicht bei den Bewertungsparametern. Da geht es also um die Gewinndynamik und Gewinnspannen. Das sieht eigentlich alles sehr, sehr gut aus. Entwickelt sich alles sehr, sehr positiv. Also wir denken auch, dass dieses Jahr und auch noch das nächste Jahr das eigentlich recht positiv sein will. Aber auch wir sind schon, wie gesagt, ein bisschen vorsichtiger geworden. Wie gesagt, Bewertung bei Aktien ist eigentlich noch in Ordnung, vor allem relativ zu Anleihen gesehen. Anleihen sind mittlerweile wirklich sehr, sehr hoch bewertet. Das heißt, da sind wir persönlich ein bisschen vorsichtiger und Zinsen sind die Treiber. Würde ich jetzt dabei belassen und gehe einmal zur Marktdynamik über. Das heißt, Markttechnik, also was wir gesagt haben, wie Märkte sich tatsächlich verhalten, inklusive Psychologie der Marktteilnehmer, ist eigentlich mehrheitlich positiv, aber es sind keine ganz klaren Kaufsignale. Der Leverage in den USA ist hoch. Aktienrückkäufe sinken in den USA und die Marktbreite ist sehr niedrig. Kommt gleich einer von den Dry Charts, die jetzt gleich noch folgen, erklärt das noch ein bisschen besser und ETFs wachsen, wie wir wissen. Wechselkurse, will ich gleich auch noch ganz kurz eingehen, sind kurzfristig wichtig. Also zum Beispiel, warum haben sich die USA, ich sage jetzt mal, im letzten halben Jahr besser entwickelt als Europa, was Aktien angeht? Lag daran, dass der Euro stieg und alle hatten Panik, dass dann deutsche Exporteure, die eigentlich die Power Machine Europas sind, weniger verdienen oder weniger absetzen werden. Ist, denken wir, aber sehr, sehr übertrieben. Dann würde ich ganz kurz, wie besprochen, noch auf, ich glaube, es sind noch drei Charts, die
einzelne Aspekte rausgreifen. Das ist ein sehr wichtiger Markt. Hier geht es eben darum, wie der Aufschwung getragen wird. Das ist jetzt hier blau ganz unten, der S&P 500 seit Januar. Und das andere sind die sogenannten FANG-Aktien plus Microsoft und Apple. Das heißt, FANG steht für Facebook, Amazon, Netflix und Google. Das heißt, die IT-Schwergewichte. Und Sie sehen, dass die sich alle wesentlich besser entwickelt haben als der Gesamtmarkt. Und das sind auch die Schwergewichte im Markt. Das heißt, der Markt steigt eigentlich, ich will nicht sagen nur, aber vor allem aufgrund dieser Werte. Das heißt, der Marktanstieg wird für einen relativ wenigen Marktleaders getrieben. Und das ist in der Regel ein Zeichen, dass wir vorsichtiger werden sollen. Vielleicht nochmal zum Chart, ist vielleicht logisch, dass blau ist ja praktisch alle Aktien zusammen. Und wenn diese so viel, sich so viel besser entwickeln, müssen sich andere Aktien schlechter entwickeln. Das ist also was, was man immer wieder betrachten muss. Und je breiter ein Marktaufschwung ist, desto gesünder gilt er eigentlich. Hier geht es um die Fremdfinanzierung. Blau ist wieder der Referenzaktienmarkt S&P 500, also Aktienbewertung. Und rot ist hier die Verschuldung, also wenn Leute sich verschulden, um im Markt zu investieren. Und grün ist, wenn sie nett mit mehr Eigenmittel arbeiten. Und hier sehen wir ganz deutlich, wenn Sie 2000 anschauen, bevor die Krise kam, war die Verschuldung sehr, sehr hoch. Das ist das, was Sie sagen. Leute werden gierig, Leute haben Angst, was zu verpassen. Also was machen Sie? Sie haben selber nicht genug Geld auf dem Konto, also leihen Sie sich noch was. Und in der Regel ist in der Marktphase die Bank auch sehr bereit, was zu leihen, um noch mehr in den Markt zu stecken. Parallel auch, wie gesagt, können Sie sich gar nicht mehr vorstellen, dass der Markt in eine andere Richtung geht. Parallel sehen Sie einfach keine Risiken mehr. Und das Gleiche sehen wir dann nochmal 2007, wo es wieder rot wird. Wieder kommt eine Marktkorrektur. Und auch heute sehen wir, dass sogar mehr als denn je über Leverage, über Verschuldung am Markt agiert und spekuliert wird. Das ist also negativ, den habe ich ganz vergessen genommen. Der war natürlich sehr wichtig, Herr Lesniewicz, weil es deutet ja vieles darauf hin, dass es schon, dass wir schon wieder in eine Krise schlittern. Also, wie gesagt, also es gibt überhaupt gar keine Frage, dass wir irgendwann wieder eine Krise sehen werden. Das ist, wie Volkswirtschaften funktionieren, das ist, wie Märkte funktionieren. Das ist, glaube ich, mein zentraler Punkt, dass wir uns das nicht oft genug bewusst machen, dass das so ist. Die Frage ist nur, wann. Und die Imbalances, also die strukturellen Ungleichgewichte, tun sich massiv auf und haben sich aufgebaut. Auch die Gesamtverschuldung, wenn Sie Staaten, Unternehmen und Haushalte nehmen, sind wir bei, wenn nicht teilweise je nach Bereich, über den, wo wir vor der Finanzkrise waren. Also ist ganz, ganz klar, dass wir uns hier auf gefährliches Territorium langsam bewegen. Wie gesagt, wir sind kurz mittelfristig eigentlich noch positiv. Ich glaube, wir sind noch nicht am Ende angelangt. Ja? Und auch, wie gesagt, falls es dreht, man hat schon mehr Zeit. Wir müssen nicht am Hochpunkt verkaufen, das ist unrealistisch, sondern wir müssen nur schauen, wenn es nach unten geht, dass wir die gesamte Phase nicht mitmachen. Ein Bullenmarkt, wie vorhin gezeigt, zwischen 30 und 50% wird verloren. Und das Ganze, je nachdem, was für eine Art von Bullenmarkt es ist, dauert zwischen 7 Monaten und 3,5 Jahren. Also wir haben dann Zeit zu reagieren, wenn das passiert. Aber diese Anzeichen hier, zum Beispiel bei uns, ist es so, dass wir langsam uns darauf vorbereiten und langsam auch nicht mehr Aktienquoten so hoch fahren. Wäre es eine Alternative, jetzt zu sagen, wir gehen ganz raus aus Aktien oder wir shorten Aktien sogar, glauben wir nicht. Generell sind 0-1-Entscheidungen der Vermögenshaltung sehr, sehr schwierig und gefährlich, weil alles, was teuer ist, kann auch sehr, sehr lange viel, viel teurer werden. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal 10% im Markt sehen, im nächsten Jahr, nur als Beispiel, hätten wir ein Problem, wenn wir das nicht mitmachen würden. Und dann wäre das auch psychologisch im nächsten Bullenmarkt schwierig. Also Sie kennen es gibt so ein, zwei Doomsayer in der Finanzbranche, kennen Sie bestimmt auch, will ich jetzt keinen Namen nennen, die immer wieder sagen, der Crash steht kurz bevor, der Crash steht kurz bevor. Und das sagen die über Jahre. Und irgendwann kommt der Crash und Sie hatten recht. Aber das konnten Sie auch 2008 sagen, wenn Sie dann 10 Jahre, in denen sich der S&P mehr als verdreifacht hat, nicht mitgemacht haben, dann bringt Ihnen das auch nicht, dass Sie das schon vor 10 Jahren wussten. Vielen
Das heißt, wenn es um Zyklen geht, die Zyklen auch mitreiten und mitnehmen und dann realistisch zu sein, wenn es in die andere Richtung geht. Aber wie Sie sagen, das sind schon massive Ungleichgewichte, die sich hier auftun. Was denken Sie, noch eine Folie oder? Ja, machen Sie die Folie noch. Ich denke, Okay. wenn es die letzte ist, dann sind wir ja gut in der Zeit. Wir haben noch Zeit dann für eine kurze Fragerunde, liebe User. Sie können gerne noch Fragen stellen. Es kommen einige wenige rein. Also es scheint vieles klar zu sein. Aber wie gesagt, jetzt haben Sie noch die Chance, Fragen zu stellen. Und dann werden wir diese auch gleich versuchen zu beantworten. Herr Lesniewicz, machen Sie ruhig noch diese Folie weiter. Die habe ich jetzt nur gewählt, weil das, glaube ich, auch in der deutschen Presse jetzt verstärkt zu lesen ist und verstärkt zu lesen war, dass der starke Euro uns eigentlich alles kaputt macht. Wie gesagt, Unternehmen können ihre Produkte im Ausland nicht mehr so teuer verkaufen oder verkaufen weniger, weil die Preise so hoch sind. Das, glauben wir, ist total überbewertet. Nummer eins, ist es sehr, sehr positiv und wir sollten vielleicht auch ein bisschen stolz drauf sein, sind wir ja vor allem als Deutsche sehr wenig, wenn es um den Euro geht. Aber der Euroanstieg ist ein Zeichen der Stärke der europäischen und natürlich vor allem auch der deutschen Wirtschaft und dass es uns aktuell recht gut geht. Parallel sind Unternehmen eigentlich diese Level sehr, sehr gewohnt. Sie sehen hier die Euro-US-Dollar-Entwicklung von 2002 bis heute und da sehen Sie, dass wir eigentlich sehr, sehr lange Strecken wesentlich teurer waren im Euro relativ zum US-Dollar. Das sind also Level, die die deutsche Wirtschaft, wir denken, sehr, sehr gut vertragen können. Auch wenn Sie überlegen, was die Unternehmensgewinne in 2017 machen werden, sind wir im Durchschnittskurs nicht so weit von 2016 entfernt. Es liegt einfach daran, dass dass der Euro nicht von Anfang an, vom Anfang des Jahres stärker wurde, sondern erst im zweiten Quartal so also massiv angefangen hat zu steigen. Hier steht auch nochmal der Durchschnittskurs seit 1980 ist 1,20. Ich glaube, wir sind jetzt wieder bei 1,17. Wie gesagt, wegen Trump und weil die Federal Reserve, Frau Yellen, gesagt hat, dass vielleicht doch noch die Zinsen erheben. Wenn die Zinsen erheben, werden mehr Leute wieder Dollar kaufen, um dort anzulegen und deswegen die Gegenbewegung. Und das ist eigentlich alles, was wir hier nochmal sagen wollten. Ist vielleicht auch ein ganz schönes Beispiel, wie auch die Presse solche Themen aufgreift und verarbeitet und warum wir uns in diesen Zyklen so bewegen und diese Gefühle, wenn wir sowas lesen, überbewerten eigentlich. Und das wäre es zu dieser Folie. Das lasse ich mal weg und dann sind wir hier bei Fragen und Antworten. Wunderbar, Herr Lesniewicz. Dann vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich finde, wir haben doch einen spannenden Blick auf die aktuelle Lage bekommen, wie ich finde. Und wir haben jetzt tatsächlich auch einige Fragen reinbekommen, unter anderem eine wirklich lange Frage. Da muss ich gerade noch mal drüber schauen, was ich Sie da genau frage von diesem langen Text. Kommen wir erstmal zu einer kürzeren Frage, nämlich Sie hatten angesprochen, dass ja, man durchaus jetzt die Aktienquote zurückfahren sollte, weil sie da in mittelfristiger Zukunft eventuell einen Crash sehen oder einen Bärenmarkt zumindest. Jetzt fragt ein User, ob man dann vielleicht eine Dividendenstrategie fahren sollte. Was halten Sie davon, Herr Lesniewicz? Okay, also vielleicht muss ich dazu sagen, es ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, weil jedes Portfolio ist anders, jede Zielsetzung ist anders. Was ich sagen kann für uns aktuell, unsere Zielsetzung in Balanced Mandaten ist Inflation plus 3%. Es ist so, dass wir eine Aktienquote von netto ungefähr 40% haben und vor ein paar Monaten noch bei 60 waren. Also wir haben das ein bisschen runtergefahren. Angesichts dessen, was ich jetzt gesagt habe, es kann sein, dass wir es zwischenzeitlich wieder ein bisschen hochfahren. Will damit nur das ein bisschen relativieren. Ich kann nur davon sagen, was wir machen und was wir für adäquat halten. Ich kann das schwer irgendwie verallgemeinern. Und sowas ändert sich auch schnell wieder. Also Sie sollten nie, wenn Sie irgendwo in der Zeitung oder irgendeinen Experten oder vermeintlichen Experten sagen hören, Aktien runter und so weiter, das sofort machen und eins zu eins nehmen.
Ich kenne einige der Experten, bei vielen ist es so, das war die Meinung letzte Woche, dann hat sie es geändert und diese Woche haben sie es nicht runter, sondern verdoppelt. Das vielleicht mal von rein. Dividendenstrategien ist sicherlich, es ist, also wir haben im Portfolio aktuell eine Dividendenrendite von 2,8%. Da sind wir also wesentlich höher als was wir bei Staatsanleihen bekommen. Wir sind ungefähr da, was wir bei einem Portfolio von Unternehmensanleihen bekommen. Ich glaube, dass Dividendentitel immer eine Grundlage eines langfristig ausgerichteten Portfolios sein sollten. Und deswegen ist das, glaube ich, eine gute Sache. Ich glaube, aktuell werden es eher zyklische Werte sein, die profitieren einfach von diesem Aufschwung, den wir gerade beschrieben haben. Aber auch bei uns sind Dividendentitel ein fester Bestandteil im Portfolio. Wir haben die Frage eines Users, der danach fragt, wann man denn erkennt, wenn es abwärts geht. Weil es können, ja, natürlich, das ist immer eine spannende Frage. Ist es Ja. denn nicht vielleicht, also ob es nicht eine Korrektur ist oder doch das Ende eines Bullenmarktes, woran kann man das unterscheiden? Und daran anschließend die Frage eines anderen Users, ob es denn nicht schon so weit wäre, dass der große Fall kommt. Denn der DAX hätte sich dieses Jahr ja schon mal deutlich schwächer gezeigt und geht jetzt wieder hoch. Er bezeichnet das als das letzte Aufbäumen vor dem großen Fall. Was halten Sie denn davon? Also ich muss einmal sagen, ich habe jetzt nicht wegen der Frage gelacht, ich habe nur gelacht, weil das wirklich das Grundproblem ist. Es ist immer schön, wenn die Experten im Nachhinein sagen, warum das so war und so weiter. Aber Bärenmärkte sind extrem schwer zu erkennen und vor allem zu timen, wie gesagt. Das heißt, was kann ich sagen? Ich glaube, es ist ein wäre wahrscheinlich ein separater Vortrag, der noch viel, viel länger gehen würde. Es gibt verschiedene Anzeichen, die man sehen kann. Das Gemeine bei den Anzeichen ist, die flanken oft auf und sind dann falsch, auch, also auch während dem Bullenmarkt. Und das ist, glaube ich, auch schön an der zweiten Frage zu erkennen mit dem DAX. Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich zurückverweisen an die Kurve, die wir gesehen haben mit den vielen Wäldern. Wo bewegen wir uns? Wo bewegen wir uns in diesem Zyklus seit 2008? Und würde sagen, also Reifestadion ist wirklich erreicht, wenn Sie eine absolute Euphorie an den Märkten sehen. Wenn in der Regel, wenn die Notenbanken die Zinsen erheben, das heißt, wenn wir Inflation, das Angst wieder haben, und wenn die Unternehmensgewinne nicht weiter steigen können. Das sind, glaube ich, so drei der großen Milestones, die erreicht sein müssen. Zur Frage, ist sie jetzt schon erreicht? Ich kann nur zu der jetzigen Antwort nochmal verweisen. Ja, schwer zu sagen, ist es erreicht oder nicht. Unsere aktuelle Meinung, und das ist wirklich nochmal extrem, extrem wichtig, nicht nur wenn wir was sagen, sondern auch wenn alle anderen was sagen, das ist immer eine Momentaufnahme und das Bild bewegt sich permanent. Da denken wir, der DAX hat richtigerweise korrigiert, die Amerikaner haben es aber nicht getan. Und wir haben ja vorhin gesagt, die Amerikaner sind eigentlich der Leitmarkt. Bei den Amerikanern haben wir nur eine kurze Korrektur gesehen, eben bei diesen Leitaktien, die sich sehr, sehr schnell wieder behoben hat und es ging wieder nach oben, was auch davon zeugt, dass noch sehr, sehr viele Leute keine Aktien haben, immer noch Käufer bereitstehen, die auf diese Dips warten, um reinzugehen. Ich glaube, der Hauptgrund, warum wir beim DAX das gesehen haben und beim S&P nicht, ist eben, was ich eben sagte, die US-Dollar-Euro-Relation. Und wir glauben eigentlich, dass wir da gute Chancen haben, dieses Bewertungsgap, also die Europa weniger niedriger bewertet, Amerika wesentlich höher. Und auch das Momentum im Markt jetzt wieder sehen wir auch in den letzten Tagen, dass wir da ganz aufholen. S&P ist so bei 2500, während verharrt, während wir im DAX doch jetzt Aufwärtstrend sehen. Also wir glauben nicht, dass das die große Korrektur war. Ist das letzte Aufbäumen? Ja, vielleicht. Aber wie gesagt, wenn Sie das Ampelsystem anschauen, bei vielen, vielen Sachen sieht es doch noch sehr, sehr positiv aus. Und deswegen glauben wir, dass eher noch ein paar Monate weitergeht. Ich glaube, gefährlich wäre, wenn politisch was passiert, gefährlich wäre, wenn die Zinsen
schneller steigen, als der Markt es verkraften kann. Frau Yellen, wie gesagt, hatte sie im Dezember Zinserhöhungen wieder auf den Tisch gelegt. Das könnte vielleicht in diese Richtung gehen. Aber ansonsten sind wir angesichts der Reife des Marktes konstruktiv positiv für die nächsten Monate. Na klar, also wenn jetzt in Nordkorea jemand durchdreht, dann werden wir das nicht voraussehen können. Dann würde es wahrscheinlich zumindest mal kurzfristig sehr deutlich abwärts gehen. Jetzt hätte ich noch, würde ich sagen, eine letzte Frage, weil wir doch schon über die Zeit sind. Ich würde noch mal zwei Fragen verbinden miteinander. Und zwar fragt ein Webinarteilnehmer, ob es denn jetzt vielleicht die richtige Strategie wäre, auf Blue Chips zu setzen, wenn es abwärts geht. Und ein anderer Teilnehmer fragt, ob denn Immobilien mitcrashen, wenn es abwärts geht. Und vielleicht an Sie, Herr Lesniewicz, meine persönliche Frage zum Schluss. Worauf würden Sie denn jetzt setzen? Okay. Also, wie gesagt, ich will da ein bisschen vorsichtig sein, auch weil es echt schwierig ist. Ich will mich auch nicht drücken, aber es war ja ein bisschen schwierig, solche Fragen, wo man eigentlich länger erklären müsste, warum und wieso, weil man dann auch zeigen kann, warum sich es wieder ändern kann, so ad hoc zu beantworten. Das ist Blue jetzt nun mal Chips. das Interesse der User, Ja, aber für ich verstehe das mich vollkommen. Ich will das versuchen. nur relativieren, weil das soll ja heute auch sein, warum. Genau, versuchen Sie es so gut wie möglich kurz zu Genau. beantworten. Von Unternehmer, Familien lernen war die Idee. Und da ist halt so, man muss sich, glaube ich, schon fundamental damit beschäftigen oder Leute finden, die das dann machen. Klar, Blue Chips, keine Frage. Sie sind in dem Bärenmarkt natürlich sicherer als riskantere Werte, aber korrigieren dann erstmal auch ziemlich, wenn es denn dazu kommt. Dasselbe übrigens mit Immobilien. Also Immobilien bin ich kein Fachmann, aber hier gilt das Gleiche. Wenn Sie sagen, wie ist eine Immobilie bewertet, aus ökonomischer Sicht? Sie haben einen Cashflow, also eine Miete, und das teilen Sie durchs Risiko und den Zins. Das heißt, Immobilien sind recht, ökonomisch betrachtet, recht zinssensitive Anlageobjekte. Wenn Sie jetzt denken, die Gefahr könnte sein, dass wir wieder höhere Zinsen sehen, werden Immobilien das auch merken. Sie können immer auch in der Geschichte zurückgehen, 2008, 2009, was ist da passiert? Also Immobilien haben auch dort natürlich massiv korrigiert, und dasselbe gilt für Blue Chips. Ein Unterschied bei Immobilien ist natürlich, wenn Sie sich Kurse ansehen, dass sie nicht so liquide handelbar sind. Und deswegen sehen Sie bei Aktien, schießen an dem Tag nach unten, gehen wieder leicht nach oben. Bei Immobilien dauert das, bis sie den Besitzer wechseln. Und daher sehen sie manchmal renitenter aus, als sie eigentlich sind. Wunderbar, Herr Lesniewicz. Dann vielen Dank für die Beantwortung dieser Fragen. Es tut mir leid, dass wir vielleicht da ein bisschen am Thema vorbeigeschrammt sind jetzt mit der Fragerunde, aber das ist jetzt gerade das Interesse unserer Webinarteilnehmer gewesen und Sie sind ja auf jeden Fall ein Anlageprofi und haben uns da, glaube ich, die richtigen Antworten gegeben. Damit können wir alle leben und etwas anfangen. Vielen Dank. Ich denke, dass wir insgesamt viele spannende Einblicke von Ihnen bekommen haben. Und jetzt möchte ich Sie, liebe Webinarteilnehmer, zum Schluss noch darauf hinweisen, dass dieses Webinar natürlich aufgezeichnet wurde und Sie es jederzeit noch einmal anschauen können. Vielleicht auch die Makro-Mikro-Marktübersicht, da können Sie noch etwas genauer drauf schauen, falls Ihnen das zu schnell ging. Einen entsprechenden Artikel mit dem Hinweis auf die Aufzeichnung finden Sie auch im Nachgang dieser Veranstaltung auf der Startseite von Finanzen.net. Oder auf unserer YouTube-Seite. Dort finden Sie auch viele andere Webinaraufzeichnungen. Vielleicht schauen Sie einfach mal dort vorbei. Herr Lesniewicz, ich danke Ihnen sehr für Ihre Präsentation. Das waren sehr hilfreiche Informationen, wie ich finde. Wie fällt Ihr Fazit aus? Was können Sie für sich heute Abend mitnehmen? Also erstmal auch vielen Dank an Sie und natürlich an alle Teilnehmer. Ich hoffe, dass das eine oder andere Interessante dabei war. Fazit, also ich war natürlich erfreut zu sehen, wie lange die Anlagehorizonte schon sind und wie viele Aktien da schon im Portfolio liegen. Wunderbar, Herr Lesniewicz. Das ist ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Ich bedanke mich und würde mich sehr freuen, mal wieder das Vergnügen mit Ihnen zu haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und auch bei Ihnen, verehrte Zuschauer, möchte ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Teilnahme an diesem Webinar bedanken. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ihnen allen einen schönen Abend und viel Erfolg bei Ihren künftigen Investments.
ob langfristig oder kurzfristig. Tschüss, bleiben Sie uns gewogen.